Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate, den Enhanced Edition. So, mal gucken, was haben wir noch alles? Wir müssen den Erpresser in... Die Großstadt ist einfach wundervoll. So viele leichtgläubige und dumme Menschen auf einmal. Ja, schön, Safana. Wir müssen den Erpresser in Elfgesang töten. Die Rüstung in Berikost abholen, ja. Das wollen wir gleich abgeben in der Diebesgilde. Das war auch Berikost. Rebaras Baby, den Fluch haben wir. Dafür müssen wir dann in den feiernden Stör wieder. Beim Seher müssen wir in die Kanalisation. Ja, Gorak müssen wir rausfinden, wo der nochmal war. War der hier unten? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Falsche Taste, die hier. Untersuchung des Eisentruts ist unsere Hauptqueste. Ja, dem Gnomen dieses Teleskop bringen, hier in Elfgesang. Nadine wiederfinden. Ja, das ist auch beim feiernden Stör. Da müssen wir zum Marktplatz und die Leute entsteinern. Und die sieben Sonnen ist auch Main Quest. Wie ihr wünscht. Aber erstmal. Wie ich da in diese Taverne rein? Ist hier jemand Interessantes? Ihr braucht nur zu fragen. Bürgerinnen, Bürger und der Schankwirt? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und auch nur Bürger und Schankwirt, okay. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Dann ab in die Diebesgilde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Gut gemacht, das muss ich wirklich sagen. Am meisten stimmt der Diebeskurz. Unauffällig und diskret, ganz wie es sich gehört. Dieses Ressa, mein Verbindungsmann bei den Haruanern. Er ist hochzufrieden mit euch und will euch nun belohnen. Verzeiht die Umstände, doch es war. Doch so war es vereinbart. Anatos hat dich übertrieben, als eure Fähigkeiten pries. Umso mehr bedauere ich die Notwendigkeit der gründlichen Säuberung, die nun ansteht. Ihr seid zwar hochbegabt, doch leider auch entbehrlich und wisst zu viel, als dass wir euch am Leben lassen können. So sehr es mich auch schmerzt, ihr müsst sterben. Worum geht es diesmal? Das wird kein schneller Tod. Okay. Ja? Lasst sie uns ordentlich verdecken. So viel dazu. Ist die Aufgabe jetzt abgeschlossen? Ich habe es geschafft, für Alatus und seine haluranische Kontaktperson Ressa die Bestandteile für das Himmelschiff zu beschaffen. Leider wollen sie offensichtlich die Angelegenheit so geheim wie möglich halten, weswegen ich für sie plötzlich verzichtbar geworden bin. Wahrscheinlich war das alles von Anfang an so geplant. Wieder eine Robe des Abenteurers zum Verkauf. Lähmungsstab, den wir nicht brauchen. So, näherer Feuerschild. Was hast du dazu zu sagen? Keine Zeit zum Schwätzen. Dann habt ihr den Haloraner so umgebracht. Nehmt es bitte nicht persönlich, dass ich ihn auf euch gehetzt habe. Er war ein mächtiger Magier und ich konnte wenig tun, ihn davon abzuhalten. Aber keine Sorge, ihr habt die Macht über die Gilde. Wenn ihr imstande seid, einen haloranischen Magier umzubringen, könnt die Mitglieder meiner Gilde sicher wenig gegen euch ausrichten. Ich entschuldige mich nochmals für den Vorfall.
Wie ihr wünscht. Oh, sie ist überladen. Und bleibt die erstmal bei mir. Wir müssen gucken, dass wir Zeug verkaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Deswegen gehen wir mal hier hin. Was hat er sie nochmal zu sagen? Oder er? Frieden, mein Freund, ertragt ihn geduldig. Mhm. Ja. Lass mal sehen, was ihr habt. Also die kann ich verkaufen. Mittlerer Schild, Pflege, Langschwert, Kurzschwert, die Improvisionstränke, Schutzumhang, Kurzschwert. Geschenk des Friedens. Na, wo habe ich den denn her? Mittlerer Schild, Dolch, Feuerschutzrobe kann ich erstmal alles verkaufen. Robe des Abenteurers, Langschwert, die Abwehrdinger. Warum auch immer ich einen beschlagenen Lederwams mit mir rumschleppe. Augen der Wahrheit war einfach nur ein Präzisionshelm, der kann weg. Nachtschlag kann weg. Schurkenrobe bringt eigentlich auch nicht wirklich was. Schutzumhang. Langschwert kann auch weg. Ja, Egge will ich erstmal nicht verkaufen, aber der hier. Das ist ja ein guter Helm. Kälte, Widerstand, Schutz vor kritischen Treffern. Mhm. Und RW-Bonus sogar. Okay, der gerade nicht genutzt wird. Rüstungsklasse 1, Prinzenring. Ach, RW ist Rettungswurf, nicht Rüstungsklasse. Ja, okay. Oh, aber Vikonia hat noch Zeug zum Verkaufen. Ja. Stab der Lähmung, die ganzen Sachen weg. Was hätten wir hier, was weg könnte? Fähigkeitstrank jetzt nicht unbedingt. Wahrnehmungstrank. Brauchen wir auch immer noch. Magieschild. Ja, ist eigentlich alles. Heiltränke auch. Gegengift auch. Marex Gegengift. Trank der Freiheit. Na, den können wir verkaufen mal. So, Nera. Schrecken können wir verkaufen. Schockgriff können wir verkaufen. Glück brauchen wir auch nicht unbedingt. Brennende Hände können weg. Netz kann weg. Oh, wir sind aus irgendeinem Grund ganz weit unten. Lebenskraftentzug brauchen wir nicht. Schutz vor Versteinerung, Schutz vor dem Bösen, Freundschaft können alle weg. Das Ding kann weg. So. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Dann können wir hier raus. Ihr braucht nur zu fragen. Nächstes Mal in das Haus reingucken. Ich weiß echt nicht mehr, wo der Typ war. Nein, er war nicht hier. Ihr braucht nur zu fragen. Ah ja, jetzt erstmal wieder die Elfgesang-Taverne. Wie ihr wünscht. War ich eigentlich in der Elfgesang-Taverne oben? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber alles, was Gold ist, glänzt in jedem Fall. Einen wunderschönen guten Tag, mein spitzbübischer Freund. Wir kamen soeben zu Ohren, dass sich im Haus der Wunder ein mysteriöser Einbruch ereignet hat. Man sagt, der überaus versierte Einbrecher wäre wie ein Geist erschienen und wieder fort gewesen, ehe noch die Wache Halt rufen konnte. Eine wahre Räuberromanze mit euch und mir in den Hauptrollen. Ihr habt euch eures Loses würdig erwiesen, mein Freund. Hier habt ihr 500 Goldmünzen und ein hübsches kleines Prachtstück aus meiner privaten Sammlung. Es wird mir schwer, mich davon zu trennen, doch das hier gleicht den Verlust bei weitem aus. Leb wohl. Ach, ein Stab der Blitze. Juhu. Es war kein Problem, das Teleskop zu meinem Auftraggeber in der Elfgesang-Taverne zu bringen. Ihr braucht nur aber ja, hier oben waren wir schon mal. Hey, Kollege! Kann ich euch helfen, wenn ich verschwinde? Ich habe gerade mal Spaß, lasse ich mich nur ungern unterbrechen. Euer Leben werde ich unterbrechen. Hier ist eine Nachricht von einer befreundeten Dame. Ich habe hier einige Ware, die euch interessieren sollen, jedoch nicht hier. Lasst uns ein anderes Zimmer gehen, wo wir vor neugierigen Augen sicher sind. Waren? Ich verstehe. Nun war sowieso nicht so viel los heute Nacht. Schauen wir uns doch mal an, was ihr hier habt. Hier entlang, bitte. Oh, Raufbolde. Jalkale, now Nasa. Sagt Aha, bleibt zurück und ja, gebt ab. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Ja? Wie ihr wünscht. Sagt, was ihr wollt. Also, was könnt ihr denn nun Interessantes anbieten? Ich will niemand sonst hier haben. Sagt euren Freunden, sie sollen gehen. Ich möchte euch mit euch über eine gemeinsame Freundin sprechen. Ich möchte euch bitten, sie nicht weiter zu belästigen. Das ist das Ende eures jämmerlichen Lebens. Um der Ehre einer Dame willen werde ich euch niederstrecken. Ihr meint wohl Ariana? Sie hat euch angeheuert, mich zu töten, nicht wahr? Das hätte ich nicht von ihr gedacht, zumal bei so einer banalen Sache. Ein kleines Techtelmächtel im Unterkeller und sie ist bereit, mich ohne Unterlass wochenlang auszuhalten. Wenn sich einer von denen mal mit jemandem Ordinären wie mir einlässt, werden diese Edelleute gleich dermaßen prüde, dass es kaum zu fassen ist. Ist ja auch egal, ich bringe euch jetzt sowieso um die Ecke und dann werde ich meine Forderungen verdoppeln. Ich hab keinen Bock zu reden. Alles wegen des lieben Geldes. So, so viel zu ihm. Oh, ein Bastardschwert. Noch mehr Räuberskalpe bei den Schlägern. Oh, wer hat das jetzt alles aufgesammelt? Ah. Einfach nur ein Bastardschwert plus 1. Eine Schriftrolle, die wir verkaufen können. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. So, das war's mit ihm hier. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber ernsthaft, wo war...
Doch mal Gorak. Leider sind nicht alle Häuser markiert. Wie ihr wünscht.